Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story, unserer großen Planieraktion, die noch im vollen Gange ist. Und wir schon zu großen Teilen abgeschlossen haben, wie man sehen kann. Nur durch dieses kleine Stückchen hier leistet erbitterten Widerstand. Und die Brickthrones überlegen, wie sie hochkommen. Nee, sie haben es geschafft, hochzukommen. Ja, wir müssen nur noch das Stück hier füllen. Dann werden wir erstmal hier alles abtragen. Also unsere Steinvorräte gut voll machen. Und dann den Rest einfach runterbuddeln. Und dann werden wir mit unserer Auffülltruppe einfach hier auffüllen, während unsere Steinbruchtruppe hier langsam wegmacht. Ja. Was auch immer ihr hier gerade wieder treibt. Also ja, immer mehr Löcher hier reinhauen. Das habe ich schon gemerkt. So, wisst ihr, geh mal aufräumen. Hoffentlich verläufst du dich dabei nicht. So. Besser. Viel, viel besser. Nein, aus. Ja, hier machen sie wieder irgendwelche Gebilde. Und da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Chippo, spring mal da runter und sammle die Steine auf. Wärst du so freundlich, da runter zu springen und die Steine aufzusammeln? Danke, Chippo. Muss doch echt nicht sein, dieser Käse hier. So, klappt alles.
Wie sieht es hier drüben aus? Ah, bis jetzt nur eins, dann warten wir noch ein bisschen. Also ich meine nur einen Streifen bis jetzt, den wir verschieben können. Warten wir lieber noch ein bisschen und verschieben dann ein bisschen mehr. Gucken wir mal lieber, wie es hier vorangeht. Wir müssen ja die Bergarbeiter die ganze Zeit überwachen, damit sie keinen Blödsinn bauen. Die beiden schicken wir gerade mal wieder hoch. Bestiol, du auch. Bitte. Stellt euch nicht so doof an beim Weg finden. Das könnt ihr mir nicht verzeihen. So. Gong nimmt komische Wege. Aber wahrscheinlich da hinten rum, hä? Ja, die nehmen allgemein hier jetzt wieder komische Wege. Mal sehen, wenn wir hier alles abgetragen haben, ob sie überhaupt keine Wegfindung mehr haben. Das würde ich irgendwie auch schon voll glauben, dass sie bei der Wegfindungsprogrammierung den Wigtrons irgendwelche Leylinien, sage ich einfach mal, vorgegeben haben, auf denen sie festlaufen und versuchen, über die zu einem Punkt zu kommen. Und das klappt halt immer nicht so perfekt. So, jetzt können wir mal wieder verschieben. Wird nur lustigerweise ziemlich fehlerhaft angezeigt. Bin hier aber schon am Rand. Ja, weiter kann ich hier eh nicht. Schön hier. Ihr beide räumt hier erstmal auf. Und dann seid ihr beide auch schon voll. Gut. Aber warum das hier so komisch, also abgeschnitten angezeigt wird, das finde ich jetzt auch gerade sehr interessant. Vor allem nicht mal weiter als hier, wo es original war. Einfach mal gucken, was passiert. Ob das wirklich ein Bug mit der KI ist oder ob es nur ein Anzeigebug ist. Mit dem Anzeigebug können wir ja leben.
Alter. Okay, das war nicht geplant. So, das sieht besser aus. Ja, also definitiv ein Anzeigebug, der dadurch kompensiert wurde, dass sie einfach mal Blöcke oben drauf geflanscht haben. So, das mit den Steinen wieder gerichtet. Wo kommt ihr wieder her? Okay, hat irgendwer einen zu viel? So. Läuft hier gerade einer mit 11 rum. Nö, irgendwo fehlt einer. Ach, da oben. Nummer 19. Chippo. Renn, sammel den auf. Steh nicht doof in der Gegend rum, sammel den Stein auf, bevor er die spawnt. Sonst darfst du mit den anderen 19 über den Jordan springen. Ja, ich bin brutal. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist doof. Ich meine, einen klareren Befehl kann man nicht geben und sie schaffen es trotzdem nicht, die richtig auszuführen. Thank you.
So, macht einer von euch wieder Probleme? Nö, scheinbar nicht. Gut. Ihr zwei könnt gerade das einsammeln, was da gedroppt ist. So. Werde ich dann schon mal den nächsten. Plane. Das ist auch irgendwie blöd. Kapiere das gerade nicht. Also die Treppe nach da drehen, ja. Das als runter machen. Okay, und jetzt noch eins tiefer, dass wir auch ja alles abtragen. Genau. Ach, wieder die Schlafmusik. Das heißt wieder sehr toll, was die beiden da machen. Wer hat da wieder einen Stein verloren?
Feuer sieht jetzt wieder furchtbar aus hier. So, das Flatten kann ich entfernen. Du komm mal her, wenn du schon hier hinten stehst.